Recht herzlich willkommen zum heutigen Teufelstalk. Heute senden wir aus Lauterach. Bei mir zu Gast Evelyn Dorn, Geschäftsführerin von der Dornleaf GmbH. Evelyn, wir befinden uns ja hier auf dem Firmengelände. Was können sich die Zuschauer, die euch noch nicht kennen, vorstellen, wenn wir von der Dornleaf GmbH sprechen? Ja, wir sind ein Familienbetrieb, der in zweiter Generation geführt wird, von meinem Mann Alexander und von mir. Und uns kennt man hauptsächlich regional mit der Vermietung von Arbeitsbühnen. Also das ist unser erstes Standbein. Da sind wir im Umkreis von ca. 120 Kilometern tätig. Aber das zweite Standbein ist auch der Vertrieb von Arbeitsbühnen. Da sind wir in Österreich, ganz Österreich tätig, aber auch im süddeutschen Raum bis Höhe Frankfurt. Und das dritte Standbein ist der technische Service von Arbeitsbühnen, den wir unseren Kunden anbieten. Oh, okay. Du bist ja zusätzlich die Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft und wirst privat zu Hause auch noch als liebevolle Familienmutter gesehen. Lässt sich das gut alles unter einen Hut bringen? Ja, als unser Sohn, der Kilian, natürlich noch klein war, war es selbstverständlich eine sehr große Herausforderung, Beruf, Familie, aber auch meine Funktion unter einen Hut zu bringen. Das war ein sehr großer Spagat. Die Familienaufgaben teilen sich allerdings mein Mann und ich, und was wir noch in der glücklichen Lage sind, dass wir über ein sehr tolles familiäres Netzwerk verfügen. Und ja, mittlerweile ist der Kilian 16, da wird vieles leichter und die elterlichen Aufgaben verändern sich dann auch. Vieles leichter und teilweise auch schwerer in diesem Alter, oder? Ja, nein, wir sind sehr zufrieden und Kilian macht eine tolle Arbeit und eine tolle Ausbildung und ist einfach ein toller Sohn. Das hört man gerne. Ihr seid ja schon sehr lange ein treuer Wegbegleiter und Partner des Alpla HC Hart. Wie hat alles begonnen? Wir sind mittlerweile seit 16 Jahren Partner vom Alpla HC Hart. Und Anfang war es, dadurch, dass wir eine sportbegeisterte Familie sind, war es das Interesse, was bietet denn der Handballsport? Der Handballsport ist ein schneller Sport. Es ist auch einiges los auf dem Spielfeld. Was uns aber sehr gefällt, das ist die Jugendarbeit, die im Verein nicht nur gelebt wird, sondern die auch eine ausgezeichnete ist. Und ganz besonders schätzen wir die tolle Arbeit, die Jugendbetreuer und die Trainer machen, denn es werden auch Werte vermittelt. Ja, es ist einfach eine tolle Zeit, die die Jugendlichen im Verein verbringen, und eine sehr sinnvolle Zeit. Und an dieser Stelle darf man auch ruhig Danke sagen an alle Beteiligten, die so engagiert sind und sehr viel Zeit im Verein auch verbringen für unsere Kinder und Jugendlichen. Das heißt, die Familie Dorn und der Alpla HC Hart sind miteinander sehr eng verbunden? Ja, wir sind sehr eng verbunden. Zum einen schon, wie gesagt, seit 16 Jahren und zum anderen, ja, unser Sohn spielt selber auch Handball und deshalb verbringen wir auch sehr viel Zeit in der Handballhalle. Gerne sehr viel Zeit. Sehr gerne, ja. Am 8.3. ist ja der sogenannte Weltfrauentag. Der Alpla HC Hart hat genau an diesem Tag Gott sei Dank Heimspiel und ist mit einer Idee auf euch zugekommen. Und dank dir und deinem Engagement kommt nun an diesem Tag ein wirklich cooler Event zustande. Was dürfen sich die Fans und Zuschauer an dem Weltfrauentag in der Halle erwarten? Auch euch einmal danke, dass ihr auf uns zugekommen seid, dass auch wir die Chance haben, als Frau in der Wirtschaft der Spielpartner zu sein. Der Verein und Frau in der Wirtschaft haben sich überlegt oder wollen einmal den Weltfrauentag in ein ganz besonderes Rampenlicht stellen, auch als Wertschätzung den Frauen gegenüber. Denn Frauen leisten sehr viel. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Gesellschaft, Politik, aber auch Wirtschaft. Und an diesem Abend werden die Fans zum einen ein spannendes Spiel erwarten, zum anderen haben alle Frauen freien Eintritt. Sie werden auch mit einem Glas Prosecco begrüßt und die Chantal Dorn wird im Anschluss ans Spiel noch für tolle Stimmung sorgen in der Weinbar. Aber als besonderes Highlight wird sicher sein, dass die Mannschaft in einem speziellen Dress spielen wird, und ich glaube, das wird eine tolle Sache. Das heißt, wir werden uns, was das Dress betrifft, überraschen lassen dann ja, auf dem Spielfeld. Evelyn, es gibt ja gewisse Leitsätze auch zu diesem Tag. Welcher ist deiner Meinung nach richtig? Steckt hinter jedem starken Mann eine starke Frau? Oder bist du der Meinung, dass hinter jeder starken Frau ein starker Mann steckt? Ich
Ich glaube, der Satz muss so lauten: Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau und hinter jeder starken Frau steht ein Mann, der sie lässt. Perfekt. Evelyn, ich würde dir gerne eine Abschlussfrage stellen, die auch Konrad Wurst mir vor kurzem beantwortet hat oder ich auch ihm gestellt habe. Und interessiert mich gerade von einem treuen Partner und großen Fan vor allem. Ich beginne den Satz und du bringst ihn zu Ende. Der Alpla HC Hart steht Ende Saison ganz oben, weil? Weil tagtäglich hart dafür gearbeitet wird und weil man die Willenskraft auch merkt, dass die Mannschaft ganz oben auf dem Stockhall stehen möchte und weil sie die besten Fans haben, die es gibt. Das ist perfekt, der perfekte Abschluss. Evelyn, ich sage vielen Dank für die Zeit. Danke auch. Das war's für heute beim Teufelstalk und ich hoffe, wir sehen uns bald in der Sporthalle am See.